Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No One Survived. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir sind ziemlich weit fortgeschritten. Aktuell haben wir sogar schon das Gehege. Ich war schlau genug, zufälligerweise das weit genug wegzubauen. Denn die Tiere laufen ja außen rum. Und ja, heute geht's zum Händler. Oben links, der hier, den wir noch nie besucht haben, der soll Blueprints haben. Und da möchte ich gar nicht lange warten und erst einmal hincruisen. Unterwegs vielleicht nochmal eine Runde tanken. Ich weiß nicht, darf man mit Tieren rüberfahren? Ich denke nicht, ne? Und da habe ich jetzt noch einen Weg vor mir, würde ich sagen. Und sehen uns dann gleich beim Händler. Da ist mir gerade aufgefallen, ich bin losgefahren, ohne irgendwas zu tauschen. Aber irgendwas werden wir schon hinbekommen. Es geht ja nur um den Blueprint. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie allzu teuer sind. Und unterwegs brauche ich ein bisschen Sprit. Ich nehme mal Autobatterien mit. Irgendwas wird er schon haben wollen. Also wir können ja alles im Kofferraum packen. Ist ja kein Problem. Nur hätte ich jetzt auch nicht gewusst, was ich so tauschen hätte sollen. Kraftstoff rein. Eine Pistole haben wir zum Beispiel auch noch. Und Essen. Essen haben wir natürlich auch. Zack. Sind sogar gebufft. Macht aber nichts. Weiter geht die Reise. Ist ein echtes Stückchen bis dahin. So, ein kleiner Zwischenhalt bei den Fahrzeugen. Ist nicht mehr so weit. Wir müssen noch da lang. Was heißt nicht mehr so weit? Ist schon ein ganz schönes Eckchen. Ich werde erstmal den hier abfahren. Ich glaube, das war aber der falsche. Ich glaube, das ist wirklich der hier. Oh. Wo kommst du denn auf einmal her? Au. War falsch. Eins. Oh. Der hat überhaupt nicht gerechnet, ey. Puh. Ja, Überraschungsangriff, ne? Bluten wir? Wir bluten hoffentlich nicht. Wenn, haben wir Bandagen dabei. So, mitten im Wald. Ein blöder Hund. Egal, alles mitnehmen. Passt ja alles im Auto rein. Immer gut zum Tauschen. Aua, ey. Blöder Hund. Ist er im Boden versunken vor Scham. So, rein damit. Kraftstoff. Und weiter geht die Reise. Ist echt ein ganz schönes Stückchen zu fahren. Wir haben hier so viele Sachen, die ich am liebsten looten gehen würde. Aber wir haben ein Ziel. So, hier ist noch eine kleine Farm auf dem Weg zum Händler. Oh, ups, wollte ich nicht aufmachen. Die können wir ja nochmal durchforsten. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee. So wirkte sie sehr ruhig. Wow, die ist absolut leer. Immerhin. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Mitnehmen. Ein Teil zum Durchlooten. Das ist sehr großzügig. Okay, das ist die schlechteste Farm, die ich bis jetzt gefunden habe. Mitnehmen. Hat nur Käse. Ja, und da wohl drin ist. Propangastanks. Ja, so ist das Leben, ne? Kann ich immer alles haben. Aber der sieht irgendwie komisch aus, ne? Könnte auch dieser nicht Kalk Dingstein sein, hier Salpeter oder wie es heißt. So, weiter geht die Reise. Ich werde die Straße nehmen. Sicher, sicher. Und vielleicht haben wir noch das ein oder andere Auto da. Für Sprit. Aber der Verbrauch, der hält sich hier echt in Grenzen.
Bergauf kommt die Karre überhaupt nicht, also auf Touren. Aber bergab ganz schön. Okay, dann sehen wir uns, wie gesagt, da. So, ich bin jetzt an einer richtig fetten Stadt vorbeigefahren. Da kam jetzt von mir schon aus der Stadt rausgelaufen. Wahnsinn. Also echt gefährlich. Man sollte echt viel Munition mitnehmen, wenn man in so eine Stadt geht. Ich habe noch einen Kommentar gelesen, dass ich mein altes Auto links liegen lasse. Ich weiß nicht mehr, wo es liegt. Ich habe es vergessen. So, weit kann der Händler nicht mehr weg sein. Was denn da irgendwo in the Forest? Hoffe ich mal, dass ich irgendeinen Müll dabei habe, mit dem man was tauschen kann. Zur Stahlherstellung soll es ja gehen. Ansonsten muss ich echt weiter suchen, 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 ne? Könnte ganz schön ein Akt werden. Da warst du dir versteckt. Da unten ist was. Bei dem waren wir echt noch nie. Und hepp. Jawohl, hat er. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Weiß ich nicht. Oh, das ist alles schlecht. Schade. Er hat nicht die, die ich brauche. Sehr ärgerlich. Der Dachziegel. Erze bringen gar nichts. Wie sieht's aus mit einer Flasche? Was? Ich verstehe das System manchmal nicht. Naja. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Das ist schade, das heißt, wir müssen echt auf Blutour gehen. Da kommt uns die Stadt eigentlich ganz gut. Warum habe ich denn gerade Schrotpatronen jetzt getauscht? Warum gerade Schrot? Die beste Munition, die ich im Spiel habe. Auf zur Straße. Ja, reichhaltig hatte er ja nicht gerade die Blueprints da, ne? Aber das ist das, was wir schon hatten. Aber immerhin hat er welche gehabt. Das dazu. Uah. So, ja, eine Stadt. Das ist eher so eine Fabrik oder sowas. Aber die ist ganz schön voll mit unfreundlichen Zeitgenossen, würde ich einfach mal sagen. Kam man schon angerannt, als ich nur vorbeigefahren bin. So, ne? Haben wir am Ende wieder einen Krabbler da sitzen oder sowas? Hier bis es anhalten. Was haben wir denn dabei? Ja, gut, die haben wir dabei mit Tonnen Munition, das ist gut. Schrot habe ich jetzt. Das ist der einzige. Ja, dumm. Naja, vielleicht finden wir neuen Schrot. Hier steht auf jeden Fall schon mal noch ein Auto. Ist aber sehr weit weg von uns zu Hause. Oh doch, ist eine Wohngegend, eine schöne. Bis jetzt noch kein Zombie. Ihr Auto nicht leer gemacht, egal. Ich spüre eigentlich nur Material. Macht aber nichts. Und eine Tasche voller Eisen und Kohle ist auch gut. Gekauft, gekauft, gekauft. Haha, Munition ist immer gekauft. Nein, warum gerade er? Warum gerade er? Und er verlangsamt mich auch noch. Warum gerade er? Jeder Zombie hätte kommen können jetzt. Ey. Warum gerade er? Warum nur er? Ich kann nicht rennen, weil ich zu schwer bin. Oh nein. Ihr wisst, was das bedeutet.
Ich muss bis dahin latschen. Ich muss jetzt bis dahin latschen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wiederauferstehung. Oh. Wisst ihr, was für ein Weg das ist? Und hier. Einmal die ganze Map. Oh. Danke, Spiel. Okay, das kann nichts dafür. Ihr lebt einfach mal schön weiter, Tiere. Ich werde einfach mal losmarschieren. Kann ja nur sich um Jahrhunderte handeln, bis ich da ankomme. Bis in 80 Jahre. So, ich bin schon wieder ein ganz schönes Stück gelatscht. Oh, sorry, das Mikrofon ist so weit weg. Bin ich schon... Hier. Nein, es ist immer noch... Es kommt mal vor, als ob ich eine Ewigkeit losgelatscht wäre. Aber ich bin ohne Waffen und Munition losgelaufen, was echt dumm war. Wie immer. Und hoffe, dass ich hier vielleicht auch noch ein bisschen Glück habe. Was ist das denn? Ein leeres Haus. Na, hier hätte ja was drin liegen können. Man weiß ja nie. Town Square. Oh, hallo Herr Zombie. Ich mache mich vom Acker. Ich muss weiter Richtung... Da. Das ist eine Rennerei. Ich habe überlegt, wenn man ein zweites Auto hätte, aber das würde ja Blödsinn sein. Das Auto wird ja auch dann da stehen bleiben. Aber wie gesagt, puh, hoffentlich kommen keine Wölfe oder sowas. Da ist mir gerade was im Sinn gekommen. Ohne Waffe. Ohne Verstand losgelaufen. Aber wir haben ja immer noch die Möglichkeit, Dinge zu craften. Aus der Hand. Wie jetzt erstmal eine kleine Steinaxt. Da brauche ich noch einen Stock. Kann nicht so weit weg sein. Eine Sekunde. Stockeli, Stock, Stock, Stock. Warum kann man nicht verhauen? Scheiße, liegt doch überall rum. Gib mir einen Stock, weil da könnten wir eine kleine Ortschaft mit einem Pfeil und Bogen. Ich weiß nicht, vielleicht hat man da ja relativ gute Chancen. Aber ich sehe gerade nicht einen Stock. Das ist doch gemein. Wie ich gemeine. Mit einem Wald und es ist nicht ein Stock zu finden. Vielleicht sehe ich es einfach nur nicht. Ich entscheide mich wirklich die Nacht durchzulatschen. Aber wie gesagt, eine kleine Verteidigungswaffe wäre schon toll. Da ist ein Stock. So. Kann es ja nur gut tun. Mit der können wir jetzt zum Beispiel den Holzbogen. Zweimal Holzstock. Und Pflanzenfasern kriegen wir jetzt, wenn wir die Dinger verprügeln. So. Ja, 10. So. Nie gebaut. Will ich noch nie. Und dann brauchen wir natürlich Pfeile, immer nur Stein und Stock. So. Es ist wieder dunkel im Spiel. Also ist noch in der richtigen Richtung? Nö. Komplett falsch rum. Stock noch gleich. Ich denke nicht, dass uns ein Pfeil und Bogen sehr dolle hilft. Was haben wir denn? Es gibt auch eine Feststelltaste, habe ich gelesen. Steinpfeil. Da.
Nö, nicht da. Gut, nichts gesagt. Ich mache einfach mal. So viele werden es ja nicht. Ist ja nur für den Fall der Fälle. Das Waffenherstellung aufs Geld? Ja. Pfeile. Gut, ich glaube, wir waren früher schon mit Pfeil und Bogen unterwegs. Ne? War nicht so der Burner. Gut, weiter geht die Reise. Ich gehe natürlich in dieser Ortschaft da vorbei. Weil ich verdammt gerne looten würde. Wegen Waffen. Aber es ist einfach zu gefährlich. Dann versuche ich weiter durchzukommen. So, ich bin noch bei weitem nicht angekommen. Aber in der Nähe haben wir einen Händler und einen Unterstand. Das heißt, dass ich den eventuell mal markieren könnte. Darf nur nicht vergessen, zu Hause den Unterstand wieder zu aktivieren, weil wir irgendwo da ja wach werden müssen. Ich sehe den nur nicht, ehrlich gesagt. Da. Weil nur nur das Bett, ne? So, schlafen will ich nicht. Bis jetzt bin ich auch noch nicht einem Wolf begegnet. Also es ist nicht mehr so weit. Nur noch geradeaus latschen. Dann sind wir schon wieder bei unserer Leiche. Ich hoffe, dass wir die schnell aufnehmen können und uns neu orientieren. Aber wie gesagt, da haben wir wenigstens den Punkt, wo wir dann wieder auferstehen, anstatt wieder den ganzen Weg latschen müssen. Ach, scheiße. Ich habe Wölfe vor der Nase. Und wir sind so nah dran. Schon der zweite. Sind da irgendwie auf der Straße unterwegs? Ob ich irgendwann vorbeikomme, ohne den zu triggern. Und renn einfach mal wie ein Bekloppter los. Aber die sind Gott sei Dank alleine, aber trotzdem. Killen die mich, ne? Ich bin nackt und hab einen Bogen. Und anlegen will ich mit denen auch nicht. So, ich war wieder Richtung Straße. Ich denke mal, denen sind wir umgangen. So dunkel. Nur der Mond spendet Licht. Es gibt halt Gebiete, da sind viele Wölfe unterwegs, ne? Kann echt aufpassen. Deswegen Pfeil und Bogen, aber der wird nicht lang. So, zeig ich mal, wie weit ist es noch? Wolfie ist weg. Ein Katzensprung, Leute, ein Katzensprung. So, barfuß und in Unterhose. Einmal quer über die Map überlebt. Ja, das muss man erstmal nachmachen. Wir sind gleich wieder da. Die Sonne geht gerade wieder auf, die ganze Nacht durchgerannt. Es hat geregnet, es gab Wölfe. Aber ich bin in all ganz geschickt aus dem Weg gelaufen. Bisher. Das heißt, es ist nur in die erste doofe Hütte reinzukommen. Oder können wir da ein bisschen looten, eventuell? Und wenn wir sterben, stehen wir ja jetzt hier wieder auf. Wir haben ja zwei Betten. Schade, dass man nicht mehrere auswählen kann. Das wäre echt geil. Aber man kann halt nur eins auswählen. Und wir haben ja das obere jetzt. Das dürfen wir nicht vergessen, dass wir unser altes Bett wieder als Wiederherstellungspunkt einstellen. Wo steht denn mein Auto? Also, ich bin ja vor der Einfahrt stehen geblieben, logischerweise. Da. Sehe ich schon. Naja, ich war gerade zu schwer, deswegen ist der so lahm gelaufen. Müssen wir echt taktisch vorgehen. Reinlaufen, Sachen holen. Hoffen, dass keine Zombies da sind. Hup, hup. Wirklich hoffen, dass keine Zombies da sind. Wir warten einfach auf den Bus. So. Das erste doofe Haus. Da läuft doch schon was hinten rum. Keine Ahnung, wie die mich da gehört haben. Wahrscheinlich looten. Oder die waren in dem Gebäude. Da ist es. Gott sei Dank. Der kann raus, der blöde Bogen.
Wir waren zu schwer, ne? Wie viel zu schwer? Eine Tonne zu schwer. Will schon wieder sterben. Sachen erstmal zum Auto bringen. So. Den kann auch im Müll. Zap, zap. Ja. Habe ich schon im Auto gehabt. Das ist immer so toll. Wohl auch nicht. Halt das hier. Nichts Unnützes mitschleppen. Naja, hier oben ist sehr viel Unnützes. Durst haben wir. Sauberes Wasser trinken. Ja, nach so einem Marsch hätte ich auch Durst. Was für Material. Naja, die Schrotflinte macht halt auch mega Krach, ne? Ist halt so. Aber zwei Stinker sind natürlich schon eine Hausnummer, ne? Jetzt hätte ich doch den Bogen gerne. Aha. Oh, Kanister Benzin. Schwer, aber allzu viel Hoffnung mache ich mir eh nicht. Scheiße. So weit weg von zu Hause hat man einfach doppelt so viel Angst, ne? Zwei mit einer Klappe, sagt man so schön. Okay, wir haben nur lange nicht alles durchsucht, Gottes Willen. Das ist dann ein Spritzer zu schwer. Ein Spritzer. Ob ich was zum Lesen da finde, ist was anderes. Sieht alles so nach Material aus. Nein, kein Platz mehr. Nein! Scheiße. Ja, macht ja nichts. Sprit kann man ja auch im Auto packen. Da freut sich ja der Kanister, dass er ein neues Zuhause gefunden hat. Aber wo kommst du denn auf einmal her, wenn ich jetzt baller? Wieder aus allen Herren Ländern. Das ist ein Stinker.
Die Waffe ist einfach Bombe. Mega stark. Hier ist auch ein Regal mit Batterien, ne? Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall ordentlich was zu lesen. Ordentlich Lesestoff. Man weiß nie, man weiß nie. Noch Kanister. Weiß. Groß und blödsinnig Kanister mitzunehmen, aber ich finde hier sonst nichts Sinniges, ehrlich gesagt. Hoppala. Naja. Ich brauche aber auch Gummi, ehrlich gesagt. Wird so ein Kanister loswerden logischer sein? Lesen. Kleidung. Unfug. Aber dann keiner was zu lesen dabei. Nur an, ja logisch, dann ja auch Kleiderspende. Dass da Kleider und Kohle drin sind, ja wohl klar. Wieder Regen? Das Spiel kann mich echt nicht leiden. Ja, komm. Der muss ja nicht direkt bei mir explodieren. Wird auch nichts zu lesen drin sein. Wird nirgends was zu lesen sein. Nicht mal beim Händen, das ist schade. Viele, viele Werkzeugkisten. Schau wieder so ein riesen Areal, ne? So. So, die Vermutung, wir finden hier Stahlwerkzeuge. Geil. Also, wenn man so sieht, ist es einfach geile Blut. Haben wir aber schon, ne? Also nicht nötig. 50 Watt Schrott. Ist keine Chance gegen. Nicht mit der Bewaffnung. Wird hier eh nicht zu lesen.
weil er cool aussieht. Stahlwerkzeug nehme ich natürlich jetzt gerne mit, hält natürlich viel mehr aus. Und arbeitet schneller. Viel, viel schneller. Atsche. Falsche Bücher. Nicht die, die ich brauche. Sehe ich auch noch rein. Mit sterben. Die eine Platine war zu schwer. Okay, wir dürfen nichts mehr nehmen. Ich habe mehr Gummi. Oder ein paar Drähte. Das geht jetzt wirklich nur noch ums Lesen. So ein fucking Industriegebiet. Erwartet man ja eigentlich, dass man da Stahlherstellung lernen könnte. Das wäre ja schön. Aber man braucht wirklich Bücherregale etc. Sonst schafft man das nicht. Also sonst findet man da nichts. Das heißt, wir müssen wirklich woanders looten. Ich weiß nicht, was auf dem Airfield noch alles gibt. Das hier ist auf jeden Fall Industrie, hier sieht nach Ortschaft aus. Aber alles, was so weit weg von zu Hause ist, ist einfach scheiße. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes scheiße. Weil sterben ist da immer mies. Scheiße, und das auch blöd. Das ist mal voll. Die Tasche ist randvoll. Die olle Spitzhacke kann weg. So, vollgetankt, bis oben hin fast. So, die nächste bitte links. Liegt hier direkt an den Schienen? Eigentlich ja, ne? Aber wir fahren trotzdem die Straße. Die Schienen sind mir ein bisschen zu wackelig. Bam. Bergauf. Wir sind ein bisschen überladen. Bauernhöfchen da. Man weiß nie, wo man was findet, ne? Man weiß es nicht. Laute Waffen. Holen wir uns ja erstmal ran und gucken, wie viele hier sind, ne? Na, da kommt direkt um die Ecke getanzt. Und die Queen. Wow. Diese Waffe. Wäre so nach nicht looten aus. Ja, doch.
Aber so überhaupt nicht nach Bücher Weizen. Kommt nur her, ihr blöden Zombies. Warum wohnt denn hier keiner? Das kannst du vergessen. Ich kann doch nicht schon wieder eine Ortschaft durchsuchen, wo es nur, ich sag mal, Werkzeug gibt. Die sind aber auch grundsätzlich ganz kaputt, ne? Ja. Komplett spritlos und kaputt. Wow. Schöne Halle, aber leer. Was so ein wichtiger Mist. Augenblicklich jedenfalls. So eine Ressource mitten in der Garage ist auch geil. Eisenaxt. Brauche ich auch gerade nicht. Was ist das? Irgendwas grafisch komisches. Naja, dieser Bauernhof taucht nicht die Bohne. Aber auch wirklich nicht die Bohne. Ich habe dieses große Haus noch im Auge. Einzige, was mich vielleicht noch interessiert. Ich hoffe, die Bewohner sind weg. Höhere Bewohner. Belesen war ja aber nicht, wie ich wäre, ne? Kleidung ist klar. Sind auch Waffen drin? Ja. Da habe ich denn noch Platz? Ja. Mal einen auf Ersatz mitnehmen. Nicht das, was ich mir wünschen würde, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob ich das schon habe. Das war knapp. Blueprints gefunden. Leider falsch. Komplett. Warst du schon mit dem Haus? Die letzte Hoffnung. Davon. Mal durchquetschen. Haus sieht ein bisschen größer aus. Ich sollte die Rucksäcke voll machen und im Auto packen, ich weiß. Mal gucken.
Ja, wo stehe ich? Schlechter Bauernhof. Aber es gab zweimal Blueprints dort tatsächlich zu finden. Wir haben sie gefunden, aber es ist leider doppelt gemoppelt. Flasche leer. So. Ups. Wir müssen allgemein aber schauen, was wir da noch lernen dürfen. Das machen wir, wenn wir zu Hause sind. Sozusagen in Sicherheit. Wir sind nämlich jetzt weit, weit weg von zu Hause. Die Tasche und das Inventar voller Gerödel. Aber die können ja jetzt raus. Brauche ich doch nicht mehr. Blödsinn. Weg damit. Nein, die brauche ich. Elektrischer Schmelzofen, da weiß ich nicht, ob ich das schon gebaut habe. Habe ich gekauft. Kabel ohne Ende. Schulterstützen. Eisenaxt. Weg damit. Kabel. Sortiere ich immer ein bisschen um. Sortieren ist ja nicht so einfach im Spiel. Da kommt noch mal eine Ortschaft. Direkt nebenan. Das ist ein Stinker. Ja, auch noch ein blöder Bauernhof sein. Also alles, was so jetzt mit Bauernhöfen zu tun hat, brauche ich nicht. Ich brauche Häuser, wo man lernen kann. Richtung. Beim Airfield werde ich wahrscheinlich nicht sehr viele Blueprints finden. Oh, ist das groß. Hier ein Loch im Zaun, ne? Auch da. Wir waren mal hier, da haben wir auch schon gegen so einen Riesen gekämpft. Aber da sind wir auch nicht mit dem Auto mehr gefahren. Oh, Vorsicht. So. Sieht aus wie ein Airfield, aber könnte ein bisschen schöner sein, ne? Optisch. Vielleicht ein Stinker an der Backe. Bucker. Militärzombie gewesen. Also hier ist ordentlich was los. Ich würde so gerne da looten gehen, ja. Aber ich habe Angst. Wenn ich sterben, wie schon wieder. Nicht zweimal in einer Folge. Ich muss hier wieder raus, ey. Verdammt. Vorsicht. Hoffe irgendwie rauskriegen. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine mittelschwere Katastrophe.
Kann man den Fahrerplatz hier wechseln? Shit. Komm jetzt ran. Scheiße. Auf mein eigenes Auto nicht drauf. Aber wir haben Ruhe. Das ist das Wichtigste. Wie manövriere ich mich hier wieder weg? Ist da bestimmt geschlossen hier. Oh, er macht's kaputt. Komm mal, wie? Oh. Ich wollte doch nur lernen. Ich wollte nur lernen. Boah, Kletter noch gemütlich. Das Auto können wir in der Tonne kloppen. Der mag nicht über die Röhren gehen, ne? Interessiert den gar nicht. Wow. Das ist nicht gut, komm, steh auf. Mein Auto ist im Arsch. Das rette ich nicht mehr. Jawoll. Blöder Fettsack. Einmal Leinsamen. Samen, danke schön. Für nichts. Und hier ist nicht mehr was zu looten.
Was ist mit dem Auto? Das ist nicht das Wichtigste. Ich hole mir ein neues, aber schade rum, ne? Eine Hose habe ich jetzt an, ne? Militär. Bin ich komplett Militär bekleidet? Ist halt sehr, sehr schade ums Auto. Das hängt da unten eh fest. Da kannst du machen, was du willst. Kriegst du da nicht mehr so easy raus. Kann man eigentlich nur noch einmal schauen. Treppe ist nicht, ist zu klein, ne? Dampft. Hinten Zombie hat seine Wut dran schon ausgelassen. Aber noch. So, das war der letzte Versuch. Auto ist auch kaputt. Hier drin haben wir. Machen wir uns jetzt maximal voll mit dem Scheiß hier. Bei Munition. Ja, was ist wichtig, was nicht, ne? Also die Frage. Wir sind voll. Auf Wiedersehen, Auto. War es mir ein treuer Freund. Es muss aber jetzt nach Hause gehen. In diese Richtung. Weg von diesen. Ich habe gar keine Hose an. 1000 Militärhosen und ich habe keine Hose an. Das muss aber nicht sein. Machen wir erstmal hier einen Halt. Irgendwie hier reinkommt? Ne. Auf dem Tower. Wenn wir jetzt hier rüberklettern? Nein. Scheiße. Ist ja nicht mal was dran. Zu Hause können wir uns alles wieder neu bauen. Das ist kein Problem. Wenn ein bisschen Ausgang kommen. Boah, das macht der Hangar doch einen großen Eindruck. Na, wir waren schon mal hier im Eingang. Da haben wir uns entschlossen, auch abzuhauen. So ein Spuckarsch da hinten. So, lassen wir das hinter uns. Okay, wir haben jetzt ein Problem. Jetzt geht es echt weit nach Hause. Ich werde mich hier irgendwo gemütlich hinstellen, wo so halbwegs sicher wirkt. Und sage an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Puh, bis auf gute Militärausrüstung haben wir eigentlich nur Minus gemacht. Okay, ein bisschen Munition. Gar nicht so schlecht, ne? Aber, pff, ja. Ansonsten haben wir an der Basis jetzt noch genug zu tun. Und da sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dann.